Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wenn ich das hier so sehe, Osmium, okay, dürfte alles passen, weil ich weiß nicht, liegt das an Optifine oder an den angeblich ist Optifine hier unter Umständen ein bisschen ein Problem. Auf jeden Fall habe ich jetzt einfach nur mal Pause gedrückt gehabt, ja, und bin erstmal rausgetappt. Das Ganze ist ja im Fullscreen-Mode, das war aber letztens bei den letzten Modpack nicht so. Aber man würde halt sonst die Taskleiste unten sehen und oben das Fenster. Ich weiß nicht, irgendwie kann das dieses Modpack nicht oder liegt das an Optifine? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das Ding halt jetzt, während ich die Videos für heute gemacht habe, gecrashed, ja. Oder gut, ich war auch noch kurz was essen und bin dann zurückgekommen und sehe den Technik-Launcher. Also, der ist nur standardmäßig nur aktiv, wenn das Ding. Wenn kein Minecraft läuft. Das heißt, das ist eben gecrashed. Was bist du eigentlich? Das setzen wir jetzt mal ein. Es dürfte aber, so wie es aussieht, alles da sein. Also. Dürfte alles passen. Nichts verloren gegangen sein. Macht er das Modpack macht er Gott sei Dank selbstständig regelmäßig Backups, womit das Ganze halbwegs safe sein sollte. Schauen wir mal, was das wird. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Fistel. Ist das eine Distel? Nein, das heißt glaube ich anders. Ah. So, dann macht diese Reihe hier voll. Gut, wir haben gesagt Magnesium. Aber wir brauchen Redstone. Das heißt, wir brauchen irgendwo einen vernünftigen Minenzugang. Das, was wir da unten haben, ist kein vernünftiger Minenzugang. Und es ist ein äußerst gefährlicher, wie man gesehen hat. Wobei ich fürchte, es wird in anderen Minen oder Teilen der Minen nicht anders sein. Kann man mit einem Ei eigentlich machen? Kuchen in mehreren Rezepten. Adult Filter. Aha. Was filtert der raus? Pornhub oder was? Okay, da gibt's einige Sachen. Skillet, aha. Nicht Frying Pan. Steak Tartar, aha. Wie wär's mit einem Beef Tartar, hm? Cutting Board. Interessant. Warte, okay, passt. Aber wir haben sonst nichts zum Futtern, leider. Brauchen Tiere eigentlich Licht? Sonst können wir die auch da herunten züchten. Können wir eine eigene unterirdische Farm machen? Oh, wir haben genau zwei Fackeln dabei. Das ist auch super. Wir müssen mehr Holz holen, damit wir Fackeln bekommen. Oder mehr Holzkohle, um daraus Fackeln herzustellen. Das können wir jetzt auch mal mitnehmen. Jetzt haben wir eine Eisenspitzhacke. Das werden wir für Mechanism eh brauchen. Ne, warte mal. Nee, Galactico ist das. Nicht Magnesium, Gott sei Dank. Den braucht man auch nicht so viel. Man findet es ja auch nicht allzu oft. Okay, momentan kein Baddie in der Nähe. Irgendeine Pflanze. Noch mehr Kristalle. Inferium. Ich meine, diese. Ich frage mich, ob es diese Dinge wert sind, diese Werkzeuge. Oh. Sehr schön. Einmal eine Wurzel. Cave Root. Braucht zwar ewig zum Essen, aber bringt dafür was. Und ist gratis. Prosperity Ore. Schlagt er da, glaube ich, in die gleiche Kerbe. Wie dieses Inferium. In Theory. Da ist der Chunk noch nicht geladen, offensichtlich. Oh, das geht sicher nicht raus. Eisen. Da hinten, irgendwo hinter uns ist schon wieder eine Hexe, ziemlich weit. Ne? Die rennen hier unten scheinbar öfters rum. Kann nicht sagen, dass ich davon begeistert bin. Weil die offensichtlich nicht ganz so mächtig sind. Zumindest war es nicht die, was wir gesehen haben. Die hat uns
uns ja nur vergiftet. Das bringt uns nicht um. Aber alles andere bringt uns dann um. Oh. Das. Ich brauche eine Eisenspitzhacke, die wir aber eh haben. So. Nehmen wir es gleich mit. Warum nicht? Wir werden nicht viel Silber brauchen, aber ein bisschen was werden wir wahrscheinlich schon benötigen. Für something. Können wir da direkt drauf gehen? Nee. Jumpen! Red Shimmering Mushroom. Aha! Für Zauberstäbe oder sowas. Okay. Von mir aus. Ah. Aber nichts dabei für uns. Shit. Halt den Rand! Blöde Spinne. Oh, und das kann was genau? Spider-Schwein, Spider-Schwein, macht was immer ein Spider-Schwein macht. Blue Sprout. Quark, okay. Ja, und das tut dann was damit? Das ist noch weniger hilfreich als unhilfreich. Vielleicht sollten wir die Fackel irgendwo mal hinstecken. Gold! Sehr schön, das brauchen wir ja auch. Und da unten ist Lava. Wow, da sieht man jetzt mit diesen Shader, wie hell die Lava ist. Das ist ja Wahnsinn. Haut das Auge an. Hier ist die Lava deutlich heller als Fackeln oder so. Das ist heftig. Und wir sind hier relativ allein. Allein, 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 allein. Vielleicht finden wir hier dann jetzt auch gleich mal Redstone, das wir ausgezeichnet. Yellowrit, okay. Radioaktives Zeug ohne Schutzanzug ist immer gut. Was soll schon schief gehen? Was ist da über. Wenn man auf die Karte schaut, wo ich gerade hin zeige, sozusagen mit dem Pfeil, was ist das für ein goldenes Ding? Ich sehe einen Zombie mit Eisenhelm scheinbar. Und einen Enderman in die Richtung, offensichtlich. Aber da ist irgendwas, was mir so gar nicht gefällt. Nickel. Und ich sehe Redstone. Oh, und da ist ein Skelett unterwegs. Osmium. Und da hinten ist nochmal Eisen und Gold. Was haben wir hier? Fünfmal. Nochmal fünfmal. Haben wir schon 10 Redstone. Damit können wir anfangen. 14, ne? Sonst nur 4. Okay. Ja, Backup. Dankeschön. Ausgezeichnet. Ja, nix. Ist, wenn das Ding mal crasht. Haben wir jetzt den Kübel mit? Yo! Oh, da ist auch. Na toll. Na schön. Der Weg ist offensichtlich nicht mehr so frei jetzt, wie er gerade eben noch war. Zumindest hat es so den Anschein. Yay! Yay! Zeit, dass wir uns aus dem Staub machen. Wenn so keine Diamanten haben, wir haben Redstone. Das ist vielleicht sogar noch mehr wert, weil das braucht man
deutlich größeren Mengen. Da ist schon mal ein Zombie irgendwo, glaube ich, oder? Ja! Wow, holy man, what the heck, was rennt da rum für ein Ding? Mann, da war ein Zombie auf jeden Fall noch. Okay, also Abwechslung mal ein normaler. Boom! 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 Jetzt mal ein, endlich mal ein normaler zur Abwechslung, ne? Und kein voll buff Zombie. Aber dieses kleine Viech war schon... Haben wir sowas nicht ganz am Anfang schon mal gesehen? Ich weiß nicht, irgendwas war doch schon mal. Das Ding hat eine Enderperle hinter mich herumgetragen. Vielleicht hätte man den einfach killen können und sie ihm abnehmen. Toll, wir sind genau auf dem Weg zu diesen goldenen Dingenskirchen. War ich natürlich besonders, wenn irgendwelche Gegner am Radar aufscheinen, die man nicht kennt. Ist eh nicht da, ja? Hallo? Hallo? Keiner da. Danke. Hopp. Be careful. So. Alles ablegen. Jetzt haben wir jede Menge dafür. Ah, ja, die kommen auch mal da rein einfach. Passt da wohl am ehesten hin. Redstone. Zwei Redstone brauchen wir, ja? Und zwei Osmium. Und vier Eisen und die beiden Furnace. Das Problem ist natürlich, wir haben noch keine Energie. Jetzt können wir da zwar die erste Maschine craften, wir können sie nur nicht betreiben. Ein Osmium, glaube ich, war das, oder? Ja, kann eigentlich nur eins sein. Jo, wir haben zwei mit. Who cares? Energie. Gas Burning Generator. Wäre mal gut. Biogenerator. Was kann der Biogenerator? That burns organic materials of the world to produce energy. Oh, da brauchen wir das hier bereits. Da brauchen wir Biofuel. Da brauchen wir einen Crusher, der irgendwas crushed. Der Heat Generator ist natürlich äußerst hilfreich, denn was anderes wir auch nicht machen können, weil das... Da brauchen wir auch... da brauchen wir was zum Pulverisieren, das geht noch nicht. Das heißt, wir werden einmal einen von denen hier craften. Das nächste Problem ist natürlich, wir müssen die Energie transportieren und dafür braucht man Stahl. Warum? Warum, Leute? Müsst ihr unbedingt... Ich meine, okay, wir haben etwas Kohle, aber es ist trotzdem nie... Ja, wir brauchen den Heat Generator, sonst können wir mal gar nichts machen. Noch ein Furnace. Da, Gott sei Dank steht da noch einer rum. Drei Eisen haben wir noch, ein Osmium, zweimal Kupfer, das haben wir, glaube ich, nicht. Doch, haben wir. Zweimal Kupfer. Was war das? Drei Eisen, gell? Und zwei Osmium? Ein Osmium, aber zwei Holz. Ja. Alright. So. Ah ja, das macht das Ganze noch leichter. So, dann brauchen wir jetzt natürlich aber unseren Generatorraum. Ja, und... Ja, hallo, Moment mal. Wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn diese Carving Craft, wenn ich so viel Stahl brauche und den Stahl aber nicht bekomme, weil... Bäh. Kann der Energie abgeben an die Maschine hier direkt? Geht das? Ist das im Bereich des Möglichen? Das geht. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt so erst einmal... Oh, das leuchtet auch, das Ding. Cool. Boah. Das heißt, wir brauchen erst einmal zwei Stahl, um überhaupt mal Kabeln herzustellen. Und dafür benötigen wir natürlich haufenweise Kohle. Und wir brauchen noch ein Furnace, wir brauchen mehr Eisen.
damit wir überhaupt Stahl herstellen können. So, machen wir das einmal. Ja, hier mit der Kohle. So. Ja, dann haben wir gleich einen 64er Stack, warum nicht? Ein Eisen, das ist zu wenig. Salz hilft uns das auch nicht viel. Zwei Eisen. Gut, damit können wir das mal machen. Dann brauchen wir Sand. 1, 2, 3, 4. Mann, das tut so weh. Und out of energy. Gut, wir haben ja noch einen Lava-Bucket dabei. Das können wir hier noch hineinknallen. Auch wenn es nicht viel ist. Mehr gibt es eh nicht. Dann benötigen wir, wie gesagt, Sand. Nee. Dann gehen wir mal Sand holen. Ein bisschen zumindest. 16 Stück oder so. Gibt sich das aus? Nein, toll. Aber wir haben hier noch eine Schaufel. Alles gut, alles gut. Kein Stress. Da draußen ist schon wieder eine Hexe. Und ein. Toll. Au! Spinnst du? Backt den nicht. Wow. Knapp vorbei ist auch daneben. Penner! Die Hexe jetzt da oder nicht? Nein. Screw you. Ein Creeper mit einem Creeper-Hut auf. Ein Creeper zum Quadrat. C. Was? Skeleton. Hallo, Knochenmann. Komm her! Ja! Sag bloß, der ist heiß. Du kannst nicht einmal schießen, weil er den Bogen nicht spannen kann. Das tut mir jetzt aber leid. Huhu! Krieg ich fast ein schlechtes Gewissen. Aber nur fast. Ein Huhn! The Chicken of Darkness. Chicken of Eternal Darkness. Nehmen wir gleich ein bisschen mehr Sand mit, weil dann können wir vielleicht eine Kaktusfarm auch gleich vorbereiten. Die brauchen kein Wasser, die brauchen nur Sand. Äußerst praktisch, weil wir ja dann die Buildcraft Pipes verwenden können, anstatt die teuren Mechanism. Thermodynamic Conductor? Was? Was? Insulate. Achso, das ist Hitze. Okay, okay, gut. Ja, aber statt diesen. Wo sind die? Da, die Mechanical Pipes. Die Eisen und mein Kübel brauchen also 5 fucking Eisen. Können wir einfach die Buildcraft Pipes nehmen. Die sind ja ein bisschen billiger. Die kosten nur für 8 Stück 2 Stein, ein Glas und ein Kaktus. Damit kann man da leben, denke ich, ne? Wow, hier sieht man auf der Karte auch viel besser unsere Basis. Das aktualisiert scheinbar auch viel öfter. Ah ja, genau. Das wollten wir machen. 16. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test, test, test. Oh. Need more energy.
Bitteschön. Aber cool, dass das Ding leuchtet. Allerdings... Achso, der hat noch ein bisschen was drinnen, deshalb. Reicht noch immer nicht, wird mich verwaschen. Mann, das frisst unendlich viel Kohle. Das kann es nicht sein. Ja super, jetzt haben wir zwei, die wir nicht... okay. Enrichment brauchen wir nicht, wir brauchen Smelting. Dafür brauchen wir aber jede Menge Stahl. Wir brauchen 4 Stahl hier und wir brauchen... hallo. Danke. Und für die da Alter! Brauchen wir einmal Redstone und einmal Osmium. Okay, das können wir machen. Dann kriegen wir gleich den elektrischen Schmelzer. Und jetzt haben wir genug einmal für Dingens. Wir brauchen trotzdem mehr. Mann, ich will nicht. Das kostet so viel. Ich will nicht da und runter rennen für jeden einzelnen Bucket Lava. Und ich sehe hier auch die Tanks. Nicht da sind sie. Okay, Redstone und Eisen, das können wir sich leisten. Dann können wir das natürlich machen. Dann gehen wir runterholen ein bisschen Lava, damit der da in Ruhe werkeln kann. What? Tiny Pile of Redstone Dust. Was soll ich mit dem machen? Nix, apparently. Dann tun wir damit auch nichts. So. Empty Tanks. Ab geht's. Kommen wir nicht drum herum, mehr Stahl zu produzieren, leider. Mann. Du schaust bescheuert aus. Achso, man unlockt diese Heads. Okay. Sag mal, wachsen die? Die wachsen nach, gell? Interesting. Wir haben noch immer keine Fackeln mit. Wir brauchen Fackeln. Wir brauchen mehr Holzkohle. Oh, wir brauchen ein paar Diamanten und so Stuff für die Quarry. Nicht für die Quarantine, sondern für die Quarry. Oh Mann, das kommt mir gerade voll bekannt vor. Aber diesmal machen wir nicht so einen Generatorraum, weil, wie man gesehen hat, der lohnt sich nicht. Der lohnt sich, wenn man nur Thermal Expansion und so verwendet, weil diese Maschinen halt scheinbar wenig Energie brauchen. Wir sind offensichtlich voll. Wobei, naja, es lag einfach an den vielen Parallelprozessen, weil wir halt so viel parallel gemacht haben. 5 Schmelzen, ich meine, das braucht, hat alles genauso viel Energie braucht, wie wenn man halt eben 5 Schmelzen immer anstellt und 3 von die Purification Chambers und 3 Crusher und alles. Also es war genauso effizient, es war nur einfach schneller zum und entsprechenden Energiepreis dann natürlich, wie wenn man halt mehr parallel macht. Natürlich kostet das dann. Was wir aber jetzt trotzdem machen, also wir schnappen uns den da. Wir werden da jetzt trotzdem einmal sagen, wir bauen den daher. Du kommst daher. Dann so, so, so. Machen das trotzdem so für momentan gratis Energie. Und das verbreitet sich auch von selber, von daher. Also möchte ich trotzdem schauen, ob das dann schneller geht. Der macht hier nur sehr wenig, was der da gerade aufnimmt. Das wäre interessant. Geht das durch Quellblöcke schneller als durch Nicht-Quellblöcke? Also Fließblöcke. Das sind alles Quellblöcke.
Das geht schneller, würde ich sagen. Ja. Warte, hier hätten wir das gesehen. Transfer. Ich möchte die Energie haben. Kelvin, Celsius. Wer ist R? Fahrenheit, okay. Nein. Okay, Producing 136. Wenn wir das alles wieder wegnehmen. Ja, Producing 62. Also ja, die Quelle. Okay, das heißt, das war schon mal ein schwerwiegender Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben bei dem Generatorraum immer nur die oberen Blöcke gemacht. Wir hätten das aber wirklich von unten auffüllen müssen, weil die Quellblöcke diejenigen sind, die die Energie wirklich erzeugen. Ich meine, die Fließblöcke vielleicht auch, aber deutlich weniger. Und der Part ist längst zu Ende. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.